ihr scheint ihr nicht mehr so wichtig zu sein. Gehen wir vor. Solche Löcher bringen wir regelmäßig als Zwischenstationen, in denen sie ihren Nachwuchs tagsüber verstecken. Kurz darauf verschwindet sie mit ihren Jungen. Monatelang. Mehr ihrer Jungen haben, denn er könnte eine Bedrohung für sie sein. Dann passt der große Bruder ja doch schon. Leopardo folgt ihnen auf der Suche nach einem Gebiet, das nicht von anderen Kapern beansprucht wird. Es gibt viel zu beachten auf der Wanderung. Er sich meist entlang von Bachufern. Söhne dagegen suchen nicht nur Jagen als Weibchen. Es ist für Neulinge deshalb wesentlich komplizierter, ein freies Gebiet zu finden. Die Suche kann Monate dauern. Viele Jungleoparden haben nie Erfolg. Impala-Rufe lenken ihn ab. Der Bock versucht, eine Weibchenherde in seinem Revier zu halten. Entlang vieler Flüsse haben sich Ebenholzsträucher ausgebreitet. Erinnert das junge Mädchen an seine alte Heimat. Dabei liegen fast 20 Kilometer im Revier seiner Mutter und ihm. Trotz seiner Jugend ist er schon ein sehr entschlossener Kämpfer. Ein solcher Erfolg steigert sein Selbstbewusstsein und damit die Aussicht auf ein eigenes Revier. Irgendwann in der Zukunft. Inmitten der schroffen Berge und den malerischen Dörfern und den dichten Wäldern. Die Menschen hier sind tief verbunden mit ihrer Region. Er gilt als das Rückgrat des Landes, eine eigene Welt, in der es viel zu entdecken. Der Apennin, Italiens Naturparadies. Beide Folgen. Morgen 20.15 Uhr bei Phoenix. Der Dokus Wildnis. Er wandert mit der Weite in das andere Brückenteil. Es scheint so, als ob beide Teile dazu verdammt.
Zirkel Ramaphosa war seit 2018 schon Staatspräsident. Anders als Nelson Mandela musste er eine Koalition eingehen, denn seine Partei, der ANC, hatte bei den Wahlen 2024 eine krachende Niederlage erlitten. Das hier sind jetzt die Hubschrauber und Flugzeuge einer Regierung der nationalen Einheit. Dabei waren die Anhänger des ANC noch kurz vor der Wahl optimistisch gewesen. Das Ende des ANC-Wahlkampfs im Stadion der Stadt. 30 Jahre lang hat der ANC allein regiert. Der Parteispitze inszenierte sie fröhlich und kämpferisch. Einige scheinen zu ahnen, was auf den ANC zukommt, wenn die Bevölkerung ruiniert ist. Langsam werden Arme verschiedene Landesbürger ein sogenanntes Township. Viele Politiker haben keinen festen Job, Folge einer verfehlten Politik des ANC. Jeden Tag verlässt Patrick Murapa seine Brücke und versucht, das Handwerker durchzuschlagen. Der 38-Jährige kommt aus dem Norden des Landes. Dort sind die Chancen, Arbeit zu finden, noch geringer als hier. Viele von ihnen werden am Abend erfolglos nach Hause gehen.